Hier kommt der Mann aus Russland, rastet aus für Nikita Miller! From dusk till dawn. Dankeschön. Ich hatte vorhin backstage so meine Kindheit vor Augen. Wisst ihr, was extrem schwer ist? Eine Frau im Fahrstuhl anzusprechen. Das ist, als müsstest du eine Bombe entschärfen. Du hast wenig Zeit, du hast nur einen Versuch. Ich erzähle die Geschichte meiner Mutter und ich war damals 16, wir haben in einem Hochhaus gelebt, 16 Etagen, ich im 12. Und ich erzähle dir die Geschichte, ich sage, ich habe Angst. Und meine Mutter sagt, ah, mein Schatz, du musst das anders betrachten. Was würdest du zum Beispiel machen, wenn du wüsstest, du hättest nur noch einen Tag zu leben? Ich sag, ich würde weinen. Und mein Vater kommt rein und sagt, Mama, was redest du für einen Schwachsinn? Junge, du darfst dein Leben nicht so leben, als sei es dein letzter Tag. Du musst so leben, als sei es dein erster Tag. Weil dann kannst du alle Fehler aus der Vergangenheit einfach streichen. Ey, mein Vater ist so männlich, dass er sich sogar schämt, als Kleinkind von einer Frau gestillt worden zu sein. Was soll ich sagen? Echte Männer werden eben von Männern gestillt. Danke, Papa. Und weil er so männlich ist, muss er nach so einem Zitat wie eben sich immer eine Zigarre anzünden. Und meine Mutter sagt ihm, du hast gestern gesagt, du willst mit Rauchen aufhören. Und mein Vater sagt, ah, gestern war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich steige in den Fahrstuhl. Sie ist auch drin. Wir zwei, allein. Ich sag, hey. Sie sagt, hey. Ich denke, krass, so nah am Sex war ich noch nie. Aber wie geht's weiter? Was machst du? Was willst du sagen? Das letzte Mal, dass ich von mir aus ein Gespräch mit einer Frau angefangen habe, da war ich 8. Also sage ich genau das Gleiche wie damals, damit das Gespräch in die Gänge kommt. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Und sie sagt, Pachycephalosaurus. Ich komme nach Hause, ich erzähle die Story meinem Vater. Ich sage, hey Papa, ich habe ein Date, ich habe ihre Nummer, sie will mit mir ausgehen. Ich raste voll aus und ich erzähle ihm die ganze Geschichte. Mein Vater, ach, nun ja, gut gemacht, aber deine Methoden sind manchmal, ich weiß auch nicht. Nun ja, trotzdem, hast du gut gemacht. Ich empfinde dir gegenüber, Wie heißt dieses Gefühl? Ich sag Stolz. Nein, weniger Scham. Ich sag, hast du einen Rat für mich? Was soll ich machen? Und mein Vater sagt, du musst in erster Linie herausfinden, warum du an dieser Frau interessiert bist. Du darfst niemals aus Einsamkeit oder aus Langeweile einen Partner suchen. Wenn du zum Beispiel aus Langeweile einen Partner suchst, weißt du, was passiert? Du ziehst auch einen Partner an, der sich auch langweilt und dann langweilt ihr euch zusammen. Du darfst auch nicht aus Einsamkeit suchen, weil dann ziehst du einen an, der auch einsam ist, dann seid ihr gemeinsam einsam. Das ist so, als würde ein Bettler einem anderen Bettler in die Tasche greifen und merken, oi bla, du hast auch kein Geld. Meine Mutter kommt rein. Was redest du für einen Schwachsinn? Mein Schatz, du bist nicht einsam. Du weißt gar nicht, was Einsamkeit ist. Du denkst wirklich, du bist einsam? Dein Onkel Sascha geht jeden Abend mit einer Schüssel Nudelsalat spazieren, damit die Leute denken, er sei auf eine Party eingeladen. Ich sag, hey, ich glaube, sie ist sowieso nicht die Richtige für mich. Und mein Vater sagt, warum? Ich sage, hallo, hörst du mir nicht zu? Ihr Lieblingsdinosaurier ist der Pachycephalosaurus. Wie dumm. Und mein Vater so,
Also ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich kann dir sagen, du darfst niemals über den Geschmack deiner Frau lachen, weil du bist nämlich Teil davon. Ich rufe sie also an, ich frage, ob sie mit mir ausgeht. Sie sagt, ich habe keine Zeit. Ich frage, wann hat sie Zeit? Da hat sie keine Zeit und hier hat sie keine Zeit. Und ich versuche es wieder und wieder und sie blockt und blockt und blockt, keine Zeit, keine Zeit. Und es ist offensichtlich, wenn dir jemand ständig sagt, er hat keine Zeit, dann weil er entweder inkompetent ist und sein Leben nicht im Griff hat oder er will dich loswerden. Am nächsten Tag finde ich raus, sie datet meinen besten Freund Viktor. Und ich war entsetzt, das so eine Demütigung, ich war im Arsch und ich will Viktor konfrontieren, ja, ich will ihm in die Fresse schlagen. Aber Viktor hat für solche Momente einen perfekten Verteidigungsmechanismus entwickelt. Wenn du einer Prügelei entgehen willst, tust du das am besten, indem du dich komplett nackt ausziehst. Dein Angreifer ist in diesem Moment so irritiert, dass er überhaupt keinen Bock mehr hat, dich zu schlagen. Achtung, das ist kein Selbstverteidigungskurs für Frauen. Obwohl, wenn eine Frau die andere angreift, vielleicht. Na jedenfalls, ich stehe vor ihm, ich konfrontiere ihn, er ist bereits nackt. Ich sage, Viktor, bitte zieh dir etwas an. Nein, sag erst, dass du mir verzeihst. Ich sage, hör doch auf, Mann. Und er rennt auf mich zu, er will mich umarmen. Ich so, Viktor, bitte hör auf, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und ich hau vor ihm ab, er rennt hinterher und ich stolpere. Und er legt sich hin und umarmt mich und sagt, sag, dass wir wieder Freunde sind. Ich sage, nein, hör auf, geh von mir runter, das ist eklig. Und er setzt sich auf mich drauf und schlägt in mich ein, er schlägt mich zusammen. Und abends, ich sitze daheim, blaues Auge, alles tut mir weh, Liebeskummer, aber keinen großen, weil ich bin ein Mann und bin völlig fertig. Und mein Vater kommt rein und sagt, ah, Junge, sei nicht so traurig, sowas ist normal im Leben. Ich sage, was genau meinst du im Einzelnen? Naja, Schmerz. Schmerz ist wichtig, damit wir uns weiterentwickeln. Wie Arnold Schwarzenegger über seine Muskel gesagt hat, wenn es nicht brennt, dann wächst es nicht. Es muss wehtun, damit wir wachsen. Und ich sage, okay, und was ist, wenn mir alles wehtut? Nur dann bist du erwachsen.